Willkommen zurück, Leute, zu World of Warcraft Legion mit unserer Nachtelfe Alexiel. Und wie ihr seht, ist sie jetzt transmogrifiziert und das finde ich total schön. So sieht unsere Alexiel jetzt aus, viel besser als mit dem Helmgedöns und so weiter. Das passt zwar noch nicht alles perfekt zusammen hier, die Klamotten, weil so viel Auswahl habe ich jetzt noch nicht auf dem Level. Aber immerhin finde ich das schon viel, viel schöner und angenehmer als vorher. So. Interface wieder an. Wir sind jetzt hier beim Teufelswald. In der Nähe ist auch ein Quest noch, um den wir uns kümmern müssen. Aber ich glaube, wir sollen jetzt hier in die Höhle rein, um dann weiterzumachen. Und das mache ich doch gerne. Es könnte etwas verzögert gerade sein, ein bisschen langsamer laufen, weil ich gerade tatsächlich WoW hochlade. Und das ist immer super lange. Ich weiß nicht, warum das bei WoW immer so lange dauert. Aber es ist leider so. Und ich dachte, bevor ich jetzt gerade gar nicht hoch aufnehme, mache ich einfach mal erstmal weiter. Kümmern wir uns mal um die Halunken hier drinne. Es ist, wie gesagt, ein bisschen anstrengend, gerade so zu kämpfen, aber kriegen wir alles hin. Ich glaube, wir sind hier auf dem besten Weg. Begebt euch durch das Albtraumportal in der Erdspattelgrotte und sprecht mit Tessera, der smaragdgrüne Traum. Das ist der Quest, den wir gerade machen. Okay. Ja, einfach mal ein bisschen zu spät hier mit allem. Hallo, du da vorne. Wo ist denn nicht Hamlet? Was macht der eigentlich? Wo ist der? Hamlet! Ja, Muki ist auch dabei. Hier, unser, Küken. Kämpft! Ich kann eure Furcht riechen, Jägerin! Ja, das ist schön. Hier ist ein Portal. Das ist anscheinend der Ort, wo wir... Ah, hier, guck mal, da ist sie doch. Tessera. Dann wollen wir mal mit ihr schnacken. Dem grünen Drachen. Malfurion ruft, ja, ich kann seine Stimme durch den Traum hindurch hören. Quest beenden, bitte. Der erwachende Albtraum, Malfurions Worte sind wahr. Kleine Jägerin, der Riss droht, Dunkelküste zu spalten und unsere Welt von der euren zu trennen. Lasst mich euch helfen, solange ich kann, bevor der Riss die Zerstörung beider Orte beschleunigt. Zuerst müsst ihr mich von meinen Fesseln befreien, erlangt die smaragdgrüne Schriftrolle von dem Wächter, der in der Halle unter uns zu finden ist. Okay. So, dann geht es weiter. Hier in diese komischen... Oh, wollte ich gar nicht. Egal, geht auch so. Wollen wir die mal hier platt machen? Haben die irgendwas Tolles bei sich, was wir brauchen? Okay, nur Kupfer. Wir suchen eine Schriftrolle. Die müsste da vorne gleich kommen. War hier noch nie. Ich habe den Quest nie gemacht. Bin aber gespannt. War es das nicht schon? Da ist sie doch schon gewesen. Ich wollte gerade sagen, können wir hier oben auch wieder zurück oder nicht? Müssen wir den ganzen Weg wieder zurückdüseln? Ja, ja, ja. Ja, eigentlich war der ja hier in der alternativen Welt. Oder so. Ich glaube, wir müssen den ollen Weg wieder zurückgehen. Geht das auch schneller? Hm. Na gut. So, schnell, schnell. Haben wir mal ein bisschen hier Gepardenfähigkeit und so. Hui. Sieht aber so aus, als ob ich nicht gerade zurücklaufe, oder? Oh Mann, ich mache hier wieder nur Unsinn. Wo geht's denn jetzt hier? Wo komme ich denn? Es war doch unten und oben und dann... Oh Mann, ey. Wo geht's da lang? Dann raus? Geht's hier raus? Wir wollen ja nicht raus. Wir wollen ja zurück zum Drachen. Ja, da geht's raus. Das macht ja so gar keinen Sinn. Na gut. War ja klar, ich hätte den Weg einfach nur zurücklaufen müssen. Ach, ja, ja, ja.
Da oben ging es nicht weiter, es geht also nur da lang. Ich glaube, das war richtig hier. Diesen komischen Dunst. Diese komischen, ekelhaften Albtraumwächter, die sehen aber auch urig aus. Leerer Platz. Aha. Ich kann das nicht plündern. Jemand plündert diesen Leichnam bereits. Aha. Ja, ich oder wer? Da oben ist sie. Wieder da. Da, wo wir eigentlich hin wollten. Guck mal hier. Habt ihr es geschafft, Alexiel? Ja, haben wir. Ja, ich habe schon weitergedrückt. Eigentlich. Ich danke euch, Alexiel. Ihr habt mir meine Freiheit geschenkt. Nun lasst uns sehen, was ich euch und eurer Welt Gutes tun kann. Ja. Mach mal ruhig. Ja. Gut festhalten, Alexiel. Die Reise zurück in die wirkliche Welt kann Geist und Körper von Unvorbereiteten etwas mitnehmen. Sprecht mit Malfurion beim Auge des Vortex in Dunkelküste. Okay. Bringt die uns jetzt zurück? Automatisch? Ach so, da. Juhu! Wir fliegen auf einem Drachen, wir fliegen auf einem Drachen, wir fliegen auf einem Drachen. Na, 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 na. Das grüne Licht nervt eh. So, sehr schön. Ah, oh, cool. So, da sind wir beisammen. Da ist Malfurion. Hey, Malfurion, Malfi. Ihr kommt gerade rechtzeitig zurück, Alexiel. Ich weiß nicht, wie viel länger wir noch aushalten können. Kein Problem, ich habe einen Drachen mitgebracht. Zwielichtreiter kreisen über dem Vortex. Ich fürchte, es ist ihre Magie, die die kataklysmischen Kräfte gegen unsere Anstrengung sichert. Fliegt mit Tessera los, um die Reiter und das Portal, aus dem sie kamen, zu zerstören. Okay. Achso, Ruf bei Fraktion Danassus hat sich um 75 verbessert. So, dann wollen wir mal, ne? Ja, da haben wir noch was hier, oder wie, oder was? Hallo? Achso, nee. Hier, jetzt können wir auf ihr reiten. Tessera, wir kommen jetzt und reiten auf dir. Los geht's. So, jetzt können wir loslegen. Ab in den Wirbelsturm anscheinend. Yeah. So, da sind die Ziele. Die sollen wir bestimmt fertig machen. Kannst du das machen? Kannst du die angreifen? Zwielichtreiter getötet. 1 von 12. Okay, wo haben wir denn hier noch mehr? Ich sehe irgendwie keine. Geh mal weiter raus. Ah, da. Okay. Über uns irgendwie mehr so, ne? Geh da mal hin, Tessera. Ich will zum Wirbelsturm. Lass dich mal nach oben dingsen. Wie, das war's doch noch nicht. Was war das denn jetzt hier für eine Aktion? Ich bin doch noch gar nicht fertig. Sollen wir es irgendwie in der Zeit schaffen? Sie geht hoch. Dann wieder runter. Können sie einfach mal oben bleiben? So, das haben wir gleich geschafft hier. Wunderbar. Ich bin ja schon recht schnell, aber irgendwie fliegt die hier auch nicht so besonders hoch, ne? Jetzt geht die wieder runter. Warum? Warum geht die immer runter? Was soll denn das? Und dann nimmt die auch noch Schaden. Voll komisch eigentlich. Verstehe ich nicht. Wir gehen wieder hoch mit ihr.
Bleib mal da drinnen, Uschi. Ich kann sie ja nicht steuern. Also ich kann den Drachen ja nicht steuern. Komm schon. Na also, mach sie fertig. Ja, noch ein paar Mal, dann haben wir es. Von der unteren Seite kann ich es irgendwie besser erkennen. So, jetzt bin ich wieder außer Reichweite, weil sie geht ja wieder runter. Toll. Zwielichtportal getötet, haben wir zumindest schon mal 1 von 1 geschafft. Ich rall das nicht, dass die mich hier immer abwirft. Du, Tessera, wir sind noch nicht so weit. Du, da geht man erstmal runter, wenn der Quest beendet ist, meine Liebe. Das musst du aber nochmal üben hier. Weil die war, glaube ich, zu lange im Nebel, im Grün. Na gut. So, wir wollen nicht die Portale töten. Wir wollen, komm, die machst du aber schon mal. Die kannst du schon mal angreifen hier. 8 von 12. 9 von 12. Zehn von 12. 11 von 12. Komm, einer noch. Komm, einer. Jawohl. So, jetzt können wir runter. Jetzt kannst du aufhören, meine Liebe. Fahrzeug verlassen, bitte. Das gute Fahrzeug. Ihr könnt das im Moment nicht tun. Nö, nö, nö. Sie bestimmt das dann sinnloserweise. Ach, guck mal hier, Tessera landen ist das. Oh, das ist also meine eigene Schuld. Okay, das sagt alles, warum sie dann runtergeht. Ich denke, da macht sie immer so einen super Angriff und wundere mich schon. Na gut, mein Fehler. Lesen muss gelernt sein. So, Tessera landen ist das und dann geht sie runter. Aber was ist denn dann Fahrzeug verlassen? Müsste sie doch auch eigentlich runter, einfach. Ich dachte, das wäre runter. Na gut. Ja, komm. Haben wir geschafft. Darum geht's ja. Jetzt mit Umständen. Malfurion, das hättest du mir ruhig mal sagen können. Das Blatt hat sich gewendet, Alexiel. Wir sollten in der Lage sein, weiteren Schaden zu vermeiden. Es gibt aber immer noch viel zu tun. Unsere Arbeit in Dunkelküste ist längst nicht vorbei. Wir haben die Landmassen vor dem Zerbersten bewahrt. Aber unsere Feinde sind noch immer stark hier vertreten. Ich möchte, dass sie südlich von hier ein paar Druiden am Hain des der Uralten aufsucht. Sie werden von einem alten Freund von mir angeführt. Von Bären von der Klaue. Sagt ihnen, die Zeit ist reif, um die Schlacht zu unseren Feinden zu bringen. Ich werde nachkommen und sie unterstützen, sobald wir diese Gegend stabilisiert haben. Okay, wir sprechen mit dem Freund. Und wer Malfurions Freund ist, ist auch unser Freund. Ne? Genau. So, danke Tessera. Das war jetzt ein bisschen unglücklich. Da habe ich wohl ein bisschen zu viel grünen Nebel abgekriegt. Ja, Mensch, wir können ja reiten. Wenn wir reiten können, was wollen wir denn dann mal nehmen? Nehmen wir den Riesenstreit? Nein, ist ein bisschen klein. Wir nehmen den Elch. Wir nehmen den Geist, den wir uns hart erarbeitet haben, falls ihr es gesehen habt, damals im Video. Und mit dem galoppieren wir los. Es ist so schön, reiten zu können. Geht alles viel schneller. Herrlich. So, dann, ja. Gehen wir dahin. Mal gucken, wo es uns hinführt als nächstes. Irgendwas verfolgt uns. Dann ist es jetzt auch egal, ob wir irgendwelche Feinde mitnehmen. Da ist ein Eichhörnchen. Och nö. Nee, kommt, Leute. Muss das sein? Habt ihr es dann? So, nehmen wir noch alles mit. Oh, ist alles so verzögert, unglaublich. So kann ich nicht arbeiten. Ja, hier hört der Weg auf. Kann man ja mal machen.
wir springen einfach hinüber. Und da springen wir auch hinüber. Mit unserem coolen Elch. So, da wollen wir auch hoch. Oh. Dann da hochgaloppieren. Nein, du bleibst bitte schön auf dem Weg. Was auch immer er jetzt hatte. Wildschnellen. Da ist schon die Brücke. Es geht ruckzuck jetzt hier. Wenn wir laufen würden, hätte ich einen Cut wahrscheinlich gemacht. So ist das ja nicht mehr notwendig. Oh, Sturmgang. Ah, das ist so traurig. Ja, der Hain der Uralten. Na, hier ist hier der Brudi, der Freund. Guck mal da. Da sind sie doch alle. Da stehen sie alle im Club. Hier beisammen. Nee, komm. Interface wieder an. Wir wollen hier keinen Schabernack machen. Balrin von der Klaue. Kann ich behilflich sein? Hallo, Balrin. Malfurion schickt uns. Ja, sag doch. Wir dürfen unserem Feind gegenüber nicht nachgeben. Wenn sie in Dunkelküste zuschlagen, werden wir sie zurückschlagen, als hätten sie Danassus selbst angegriffen. Keine Spuren hinterlassen. Südwestlich von hier liegt der Leichnam eines Wesens, das in irgendeiner Verbindung zu den alten Göttern steht, die die Schattenhammer-Kultisten verehren. Es wurde von unserer Zeit, vor unserer Zeit besiegt, wenn nicht von den Titanen selbst, so sicherlich von einer ihrer Schöpfungen. In der letzten Zeit haben wir zunehmend Aktivitäten der Kultisten beobachtet und das kann nur bedeuten, dass uns etwas Schreckliches bevorsteht. Wir müssen herausfinden, was sie dort vorhaben und warum. Nehmt diese Figur, sie wird euch dabei helfen, bei euren Untersuchungen unbemerkt zu bleiben. Okay. Die Offensive festigen. So. Wenn Malfurion euch vertraut, so werde ich es ihm gleich tun. Ihr werdet sehen, dass unsere Feinde im Süden weitaus zahlreicher sind als wir. Wo rohe Gewalt und Übermacht gegen uns sind, werden Strategie und Täuschung unsere größten Vorteile sein. Okay, du das sagst. So, wir haben wieder schön Erfahrungspunkte. Daneben steht Larien und noch mehr Quests, die auf uns warten. Von Katrena Winterleuchten. Katrena Winterleuchten. Aufgezehrt heißt der Quest. Meine größte Sorge gilt den Distelbär-Familien. Ja, die kann man sich natürlich Gedanken machen, die diese Wälder behausen. Südlich von hier hinter dem Bärenschrein ist eine gesamte Generation der Bären erkrankt. Schrecklich erkrankt. Ja. Alexei, ich weiß nicht, woran sie leiden, aber es scheint sie von innen aufzuzehren. Der Gedanke, dass eine gesamte Generation nicht mehr zu retten ist, ist entsetzlich, aber wir müssen sie töten, damit ihre Körper der Erde zurückgegeben werden. Und was noch wichtiger ist, wir müssen den Ursprung der Krankheit finden. Untersucht den See, aus dem die Bären trinken. Mögen euch die Sterne. Natürlich, auch mir und uns liegen natürlich die Distelbären sehr am Herzen. So, und Furiel, Rundblatt. Was ist mit dem Furbolg und der Schwarzfälle los? Unsere Vorfahren lebten schon seit Generationen friedlich neben den Furbolgs der Schwarzfälle. In letzter Zeit aber ist der Kontakt zu den Siedlungen abgebrochen, die sich tiefer im Wald befinden. Eines ihrer größeren Dörfer Schwarzfellfeste befindet sich südlich von hier. Entschuldigung. Reist dorthin und findet den ältesten Broik. Fragt ihn, warum sich sein Volk von uns zurückgezogen hat und bietet eure Hilfe an, wenn es ihnen ihrer bedarf. Wenn nicht, dann halt nicht, ne? Ja. So, hier ist natürlich schon der Flugpunkt, weil ich mit dem ja schon durch die Gegend gedüst bin. Das haben wir also schon erledigt, aber die Quests natürlich nicht. Die uns immer weiterführen, bis wir hoffentlich endlich mal einen Stunt machen könnten, einen Dungeon oder so. Hier, guck mal. Süß. So ein kleiner süßer Schnupsbär. Und der ist ja putzig. Komm, den nehmen wir nochmal mit. Komm, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Der ist so süß. So. Los geht's. Ich will den aber gar nicht töten. Ich brauche eigentlich einen, der... Nee, die sind alle so stark. Ha. Die bringen den noch um. Fips höchstens vielleicht nicht. Aber Fips bringt den auch schnell um. Fips bringt ihn nicht um. Ist er tot. Oh Mann, wir wollten doch das Dunkelküstenjunges haben. So ein süßer, knuffiger Bär. Oh Mann. Da müssen wir mal einen nehmen, der nicht so stark ist. Wen packen wir denn da mal rein? Ich habe so viele Tierchen. Hier, wir hatten doch unser elfisches Kaninchen. Wo ist das denn eigentlich? Da. Das können wir doch gut nehmen. Statt dem Terrorhorn. Das ist ein bisschen übertrieben hier. So machen wir das. Wir nehmen das elfische Kaninchen. Und dann wird ja wohl hier irgendwo noch so ein Bärchen sein. Guck mal, die laufen hier doch alle mit Mami. Papi, guck mal, da ist noch einer. Guck mal, greift er uns an? Ja, siehst du? Ah, selber schuld.
dann ist das jetzt eh obdachlos und wir werden das aufnehmen. Das kleine Mäuschen. Level 4. Komm, das macht ja sogar unser Karnickel tot. Ah, nicht ganz. Schläft er erstmal eine Runde. Kann man ja mal machen. Mitten im Kampf sich hinlegen. Voll süß. So, jetzt kommt der Käfig. Nicht? Kein Käfig? Greif an, Kaninchen. Jetzt kommt aber der Käfig. Wenn jetzt der Käfig nicht kommt, dann weiß ich auch nicht. Hallo? Möchte dich fangen? Hör auf, dich zu heilen. Jetzt aber. Und direkt gefangen. Ach, wie süß. Schnuddelig. Ein gewöhnliches Dunkelküstenjunges. Wo ist es denn? Da. Jetzt haben wir so einen schnuckeligen, kleinen, gewöhnlichen Teddybären. Ja. Gut. Da ist noch ein normales Karnickel. Sollen wir von den Bären eigentlich hier... Nee, wir doch, wir sollen die. Aber wir sollen nichts von denen einsammeln, oder? Ich glaube nicht. Aber wir sollen sie umbringen. Wie immer. Ja, darfst gerne loslegen hier. Da ist noch ein Bärchen. Wollen wir den auch noch mitnehmen? Vielleicht haben wir einen dabei, der nicht ungewöhnlich ist. Wäre eigentlich schön. Da kommt noch eine Schnecke mit ins Spiel. Eine gute Schimmerschnecke. Komm, mach den Teddybären fertig. Ich glaube, das ist auch ein ganz normaler. Oder? Mein Kaninchen muss ja aber auch ordentlich anstecken. Komm, jetzt. Da kommt schon der Käfig. Zack. Nicht getroffen. Das ist ja super gelaufen, du. Ja, aber wenn du das jetzt machst, dann bringst du den Bären um. Nee, sogar nicht. Sehr gut. Und nochmal, kein Nickel, komm. Komm, gib mir den Käfig. Och Mann. Wir graben uns mal ein. Dann kriegt er uns nicht. Der Bär. Haha. Haha. Und jetzt hast du ihn umgebracht. Toll. Alles umsonst. Ja, können wir eine gute Schimmerschnecke noch fangen. Das kann man ja mal machen. Wobei unser Kaninchen stirbt gleich. Ja, der stirbt. Ein Adrenalinrausch. Komm. Das war's mit unserem elfischen Kaninchen. Bleiben noch die anderen, die das Vieh sowieso sofort töten. Es hat also absolut nichts gebracht. Toll gemacht. Toll, Fips. Ja, tot ist die Schimmerschnecke. Ich hätte sie so gern gehabt. Wer hätte nicht gern eine Schimmerschnecke? Ich habe kein Ziel. Ja, dann nicht. Gut. Beleben wir die mal alle schön wieder. Lass es auch gerne mal machen. Ich habe ja gedrückt. Ein paar Sekunden zu spät, aber ja. Zählt sicherlich auch. Hier, nimm den Bären mit. Ach, guck mal, da sind sogar noch andere Leute. Haben wir das schon gemacht hier mit den... Müssen wir die hier vielleicht jetzt nehmen? Müssen wir von dem was einsammeln? Keine Kräuterkunde gelernt. Nix. Nee, wir sollen hier nichts machen. Aber wir können hier mal den Quest abgeben. Da ist noch ein Bärchen. Den hole ich mir gleich noch. Aber das mache ich dann nicht mehr in der Aufnahme. Lieber zwei oder drei Bären als gar keiner. So, wen haben wir hier? Ältester Brolk. Was ist mit den Fuhrbergs der Schwarzfälle los? Was verschlägt euch hierher, Außenseiter? Ihr erzählt dem Ältesten, dass Vogelrundblatt von Hain der Uralten euch geschickt hat. Der Älteste scheint sich ein wenig zu beruhigen. Der Elf hat recht. Die Streitmächte aus Teufelswald sind bis zur Dunkelküste vorgedrungen und haben mein Volk krank gemacht. Ja. Okay, gibt uns auch noch einen Quest. Die garstigen Satyren aus Teufelswald haben begonnen, ihr Gifte an die Dunkelküste zu bringen in unser Land. Die Verderbnis zerstört das Land und verdreht dessen Bewohner auch mein Volk. Unsere Magie alleine reicht nicht aus, um sie wieder gesund zu lassen. Es gibt allerdings eine Pflanze namens Bärenklau, mit der wir Fieber senken und die Schwachen stärken. Mit der Hilfe dieser Pflanze könnte euch der Einfluss der Satyren geheilt werden. Satyren? Satyren? Ihr findet die Pflanze in der Wildnis in der Nähe des Dorfes. Ja. Weißt du Bescheid? Haben wir auch angenommen. Wollte der jetzt noch was? Nein.
Dann kümmern wir uns hier um den Rest im nächsten Part von WoW. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Das Dunkelküstenjunges wartet schon auf uns und grummelt vor sich hin. Und ich freue mich auf den nächsten Part. Bis dann!